beim Ding, das stört das Ende aber. Wir können jetzt fahren, ohne dann zu schwören. Aber wenn du da durch die Nase fährst, weißt du, wie das aussieht, wie das spritzt. Nächste Station, Meichingen. Aufstieg rechts. Auswendig, das war es. Mein Gott. Dann kriegst du es natürlich schon, wenn es tief und spitz ist, dann macht es so. Aber wenn es normal spitzt, weißt du, wenn es nur es war so, dass da sind halt Fahrer schon mal bezahlt worden, von wegen, wenn sie bis da noch nicht weg wollen und dann kommen sie auf Müll. So wie bei uns auch mal, wenn da am Bahnhof. Ach so, das ist da hat er. Nächste Station, Meichingen. Und bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Aufstieg rechts. Ich weiß schon, aber ich liebe das. Das ist total geil. Also, guck mal, ich kann das aussehen. Ja,
ins normale Trägerbild, ne? Da habe ich dann mal zwei Kegelräder. Zwei Kegelräder, ne? Ja, ja, und das ist ja, wie ist es am Land? Ja, schon das Land. Dann geht praktisch die Strebe, durch die Strebe geht der Kardan. Die Kardanwelle. Und dann hinten wird es halt nur mit zwei Kegelrädern umgelegt, irgendwie so. Aber das ist rein stark. Das ist nicht so sauber gemacht, das Getriebe, diese zwei Umlenkungen. Mit den Kardan. Und wieder zurück muss ich ja wieder 90 Grad zu lenken. Das ist jetzt erklären Sie mir das. Ist ohne Jahr. Ich denke auch, dass du da eine höhere Drehgeschwindigkeit brauchst, dass so ein Kegelräder sauber laufen und dass das Demo nicht vorne. Du hast ja nicht von Stand. Normalerweise so getrieben, wenn man gut war, wenn du so eine viel höhere Drehzahl ist. Das würde dann auch gut setzen. Thank you.
Das ist ein riesen Fortschritt für uns. Ja, da ging gar nichts. Aber also, ihr könnt ja gar nichts machen. Alles nur auf Kills. Ja, du kriegst deine Hand nicht drauf. Ja, scheiße. Aber ich kann, der Zopf macht mir immer noch Guthaben durchschicken. Ja, ja. Dahinter komme ich noch schwer bloß hin. Aha. Aber von, weißt du, jetzt ist das alles kein Monetär, dass es abgerissen ist. Ja, ja. Und, ja, guck mal, guck. Du musst dann nochmal das Nächste Station, Renningen. Ausstieg links. Ja, nee, das ist halt einfach Bruch. Und da ist der natürlich kopfüber auf der Asphalt knallt und echt ohne Hilfe gestorben. Das war echt fatal, ja. Ach du Scheiße. Also, das wie, da ist was abgebrochen, ja. Ohne Kugel oder was? Ja, du hast also, einen Warnverkehr angebrochen schon. Nee, mein, was ist das jetzt? Wenn du Pech hast, wenn du Pech hast. Weißt du, wenn da so ein Haar ist oder sowas, weißt du, ja klar, ich auch schon den Stellen mal vor, wenn ja, das Ding hat. Ja, oder hier, da vorne der Lenker, wenn das geht so schnell, wenn es ja, aber das merke ich vorher. Ich habe das früher oft erlebt, das Lenker. Ey, ich habe ja meinen Wurstgabel angebrochen. Die Gabel ja. Und wie hast du es gemerkt? Wie ich es merke? Ich bin die Weinburgstraße, weißt du, mit dem Feiger oder Rinderstraße, bin dann unten angekommen, habe ich. Ich war schon in der Spielstraße in der Nähe. Ein Feigen hat einen Kollegen getroffen. Weißt du, mir haben wir so spät gemacht. Dann halt scharf bremst vor ihm. Weißt du. Und dann hat es paff gemacht. Und dann ist die Gabel gebrochen. Bremst? Ja, am Schluss praktisch, als du schon fast gehalten hast. Die hat es richtig, da ist aus Rasen, weißt du, das hat es noch gleich gelegt. Ne? Ist ja, wo ist das vorher? Am Außen? Nee, an der linken Seite, da wo die Bremssattel drin war. Weißt, ist jetzt eine andere Gabel, die Bremssattel sind jetzt da extern, weißt du, die war nicht der alte Gabel, war da wie so eine Aussparung, weißt du, da war das so integriert und das war wahrscheinlich konstruktiv die Schwachstelle, genau das ist gut. Das ist mal halt dünnwandiger, weißt du, durch die Schätzungsarbeit, wie war das? Na gut, okay, das weiß man, dann gibt es Rissausbreitung. 5 Minuten vorher, 2 oder so. Hä, dann hätte es nicht gelegt. Da wäre ja hegen. Ja, müssen wir es nicht mal abmusteln, ist schon klar. Ja, super, ja.
Was willst du sonst machen? Ja, da habe ich mal Glück gehabt. Muss auch raus. Ja. Du, da habe ich echt Glück gehabt. Ja. Gutes Heim, ne? Gutes Heim, da müssen wir raus. In Tübingen gibt es doch auch in der Altstadt, in der Straße, wo der Alnatura ist, gibt es auch so Birdi oder wie heißt diese, so Klappfahrräder. Mhm, fahren wir weiter oben, ja. Ja, da auf der rechten Seite nach dem Hutladen. Schleckhofstraße heißt die. Ja. Da habe ich auch, die sehen auch gut aus. Aber ich glaube, die sind, ich weiß nicht, mehr, wie ich höre. Ich weiß gerade auch nicht, wie es ja nicht die weiß. Brompton oder sowas, ja. So irgendwie Englisch oder so. Irgendwelche. Aber da kannst du ja selbst 2000 Euro von sehen. Ja, Luxusklappen nicht, leider. Für die Heerscharen von Leuten, die es ja offensichtlich gibt, die. Ja, aber sich auch, nicht. Wenn man der nimmt das Ding immer zu mit und so, dann ist total egal. Weil halt, weißt du, das kannst du immer machen, wie ja, so ganz kompakt. Ja. Ja, klar. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel viel Zug fährst, ne? Ja. Da kannst du ja so groß machen, oft solche ICE, weißt du, wie ich das so schnell da rein. Vielleicht muss man dann melden, aber die fällt schnell. Ja, die sind im Kopf. Ja, dann kannst du die quasi wie so Handgepäck mitnehmen. Das heißt, dann kannst du aber immer bei einer großen Fahrrad machen. Ja, wie sieht's aus? Wo waren wir? Fange ich auch an, so, eine Begegnung oder eine Wiederholung. Ja, sorry. Kochenplan. Neuwirtshaus, Porsche, Platzschlitter. Neuwirtshaus ist ja auch wieder ein Jam. Habe ich mal überlegt, ob da irgendwie mal eine Kneipe war. Der alte, haben wir so. Die Klinge schaut halt. Die ist einfach mit einer Feder. Ja. Und dann haben wir einen japanischen Schirmständer, den muss ich eigentlich mal montieren. Das heißt, da ist dein Schirm. Ja. Der hat so ein kleines Gadget. Nächste Station, Gutesheim. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ausstieg rechts. Das ist doch. Ja.
Thank you.